Hallo zurück, ich habe die Woche 26 hinter mir und das ist jetzt schon ein ganzes halbes Jahr. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich noch schön was verweisen. Und zwar schaut mal da unten, da ist ein Wasserzeichen ab sofort und das ist mein Kanallogo und den hat meine Tochter entworfen mit 14 Jahren. Und sie hat eigentlich gesagt, ich soll es nicht erwähnen, weil sie darauf nicht wirklich stolz ist, dass sie meint, dass die Leistung nicht wirklich so ist, dass sie stolz drauf wäre, weil das so simpel ist. Das liegt daran, dass ich mir das genauso gewünscht habe, wie sie es umgesetzt hatten. Von daher, Lucy, ich bin stolz auf dich. Und wie immer zeige ich euch mal den Plan, den ich letzten Sonntag mir vorgenommen habe, dass ich ihn diese Woche durchziehe. Und hier ist er. Ich wollte genau 1 Kilo abnehmen, um auf 87,2 Kilo zu landen. Das ist mir nicht gelungen. Ich habe weder zu noch abgenommen, also genau 0,0 Kilo abgenommen. Das heißt, ich wiege momentan gerade 88,2 Kilo. Das sind genau 0,0 Kilo weniger als letzte Woche. Insgesamt habe ich jetzt in 26 Wochen, also in einem halben Jahr, 25,3 Kilo abgenommen und habe noch 6,5 Kilo verbleibend. Abgenommen habe ich nichts, obwohl ich dreimal Sport gemacht habe und eigentlich bis auf zwei Ausnahmen eigentlich genau das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe. Ich war erst schon kurz im Autofahrer und mein Sohn guckt mich an. Das ist mittlerweile echt so. Das ist wie wenn du irgendwie was komplett Irrsinniges machst, wenn du in seine Gutzelle-Tüte, wir sagen Gutzelle-Tüte hier im Schwäbischen, aber ich meine in seine Süßigkeiten-Tüte reingelangt habe und mir da einfach so eine Kaustange rausgenommen habe. Dann habe ich angeguckt, so, als, was ist denn das? Ja, als wenn ich was komplett Irrsinniges gemacht hätte. Und da habe ich eine Stange genommen und ich habe mir gestern, hat mich ein Kumpel besucht und den ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann haben wir noch einen Gin zusammen getrunken. Das habe ich mir auch gegönnt. Das war die zwei einzige Ausnahme, ja. Und ja, das hat trotzdem zu 0,0 geführt. Aber ich sehe das nicht ganz so tragisch. Ich sage nachher noch mehr dazu. Sport wollte ich machen, dreimal. Und ich habe dreimal 10 Kilometer mir vorgenommen. Und das habe ich auch gemacht. Schaut, erste Runde war am Dienstag. Da habe ich wirklich Gas gegeben. Da wollte ich es wissen. Da wollte ich mal gucken, wie schnell ich es schaffe, wenn ich stratze. Also ich meine schnell rennen. Und zwar habe ich da eine 6,29 Pace gemacht durchschnittlich und habe das Ganze geschafft, in unter einer Stunde und 5 Minuten ins Ziel zu kommen auf 10 Kilometer. Darauf bin ich schon wieder stolz, weil das ist ein Meilenstein wieder für mich. Habe ich noch nie geschafft. Also vielleicht hätte ich das in der Jugend geschafft. Nee, hätte ich nicht geschafft. Also ich war schon schneller früher, aber ich hätte keine 10 Kilometer, glaube ich, durchgehalten, ja. Aber das Ganze hat sich natürlich auch gerecht. Ich habe einen 173er Puls durchschnittlich gehabt und das ist nicht wirklich gut. Nee, ist nicht. Am Donnerstag, nächste Runde. Mit einer Pace von 7,59 durchschnittlich bin ich gelaufen und zwar mit einem 155er Puls. Das ist wieder ganz normal eigentlich. Und die nächste Runde war am Samstag. Ich bin hier mit einer durchschnittlichen Pace von 7 Minuten und 45 Sekunden gelaufen, mit einem Puls von 147. Das war schon wieder entspannter, da habe ich mich dann langsam erholt vom Montag wieder. Und das waren meine drei sportlichen Aktivitäten. Ich werde ab nächste Mittwoch auch Videos hochladen, auch unter der Woche, nämlich mittwochs. Und zwar gehe ich darauf ein, was ich denn tatsächlich benutze für Geräte oder zum Beispiel für die Klimmzüge oder was ich für Schuhe benutze im Winter oder was ich anziehe ganz genau und welche Uhr ich benutze und so weiter und so fort. Ja, oder vielleicht gibt es auch irgendwas zu Apps zu sagen und so. Und das ist so einfach für diejenigen unter euch, die auch tatsächlich abnehmen wollen. Und ich habe, wie gesagt, erst schon kurz eine Frage erhalten, was für eine Klimmzugstange benutzt du da? Muss man die in die Wand bohren oder geht es auch ohne Bohrer oder so? Und das zeige ich euch am Mittwoch mit der Klimmzugstange. Und da gibt es auch dann immer unter dem Video, in der Videobeschreibung, gibt es dann auch immer einen Link, wo ihr anklicken könnt. Dann werdet ihr weitergeleitet auf Amazon und dann könnt ihr dort einkaufen. Genau das, was ich euch empfehle. Das kostet euch nicht mehr, aber ich verdiene ein bisschen was dabei. Der Stefan Mach, einer aus Mühlhausen an der Würm, also er hier, der anonym bleiben will,
Der hat jetzt diese Woche aber einen schweren Stand gehabt, weil ich hätte ihn fast abgehängt und eine andere Familie aufgehängt, als Lieblingsabonnent benannt, weil ich habe noch einen zweiten Kanal, nämlich Schwabecue, und die habe den Kanal hier, also dauerhaft abnehmen und Schwabecue abonniert. Und ja, die habe diese Woche die Idee gehabt, einfach mal einen Schichtfleisch zu machen, im Dutch Oven zu grillen, und habe mich ganz spontan und meine Familie auch mir eine Essenslieferung macht. Also das heißt, sie haben mich einfach eingeladen, dass ich das Essen abhole kann bei ihnen. Und ja, das fand ich schon mega. Das war gestern Abend. Und es war auch noch ganz vereinbar mit meinem, also Diätplan ist ja eh nicht, sondern eine Umgewöhnung. Aber ich esse abends keine Kohlenhydrate und da war auch keine drin. Schichtfleisch, Spitzeklasse für abends. Und wenn ich das selber gemacht hätte, dann wäre das schon geil gewesen. Aber zu was noch besser, es hat jemand anders gemacht und es hat auch noch super gut geschmeckt. Schichtfleisch mit Rindfleisch statt Schweinefleisch. Habe ich mir mal gegönnt und das war der Hammer. Also Spitzeklasse. Vielen Dank an die Familie Seng, auch aus Mühlhausen, aber diesmal an der Enns. Aber papperlapapp, ich habe ja die Wette verloren und wird Schulde sind Ehre Schulde. Und ich will ja auch nicht undankbar sein, Stefan. Du bleibst natürlich hängen, ja? Also, keine Angst. Aber jetzt ist wieder Zeit für die Witze-Ecke. Eine Frau läuft auf dem Weg zur Arbeit an einer Zoohandlung vorbei und im Außengehege hockt ein Papagei und der Papagei sagt: Hey! Und die Frau guckt den Papagei an und der sagt so: Bist du ganz schön fett, oder? Und die Frau ist so total entsetzt: Was? Wie bitte? Geht rein in den Zoolader und holt den Besitzer her und sagt: Hör Sie mal, Ihr Papagei, der hat mich gerade aufs Äußerste beleidigt. Der hat gerade gesagt, ich bin fett. Und der Zoo-Besitzer ist total entsetzt, geht raus zu dem Papagei und sagt: Hey, hör mal gut zu, Junge. Wenn du das noch einmal machst, dann das überlebst du nicht, ja? Am nächsten Tag, die Frau kommt wieder auf dem Weg zur Arbeit an der Zoohandlung vorbei, an dem Gehege von dem Papagei. Und der Papagei sagt: Hey, ich sag nichts, aber du weißt Bescheid. Jetzt nochmal zum Resultat: 0,0 Kilo bei dreimal die Woche Sport und auch andere Sachen, die ich eingehalten habe, nämlich abends keine Kohlenhydrate und das Frühstück immer dieses Fruchtfrühstück, das ich da esse mit Joghurt und so weiter und so fort und ausschließlich Wasser trinke. Ich verkneife mir ja ziemlich vieles und da ist so 0,0 Geschichte nicht wirklich motivierend. Aber wie kannst du das auch so einfach hinnehmen und nicht demotiviert sage, ich schmeiß die Flinte ins Korn. Ich habe da noch eine andere Geschichte, die ich mal gehört habe von jemand. Und zwar hat er gesagt, wenn du Wasser, gefrorenes Wasser zum Schmelzen bringen willst und du hast es auf zum Beispiel minus 5 Grad, dann kannst du es erhitzen auf minus 4 Grad und nichts passiert. Bei minus 3 passiert auch überhaupt nichts. Und bei minus 2 passiert wieder nichts. Und bei minus 1 immer noch nichts. Und alles ist unverändert. Und wenn du es auf 0 Grad erhitzt, plötzlich tut sich was. Und das ist auch ähnlich, wie wenn du einem Steinmetz zuguckst, wie er einen Stein schlägt. Der haut 100 Mal an dieselbe Stelle. Und 100 Mal passiert nichts. Und beim 101. Mal, da macht es genau da an der Stelle, wo er es wollte, knack. Und ein Stein bricht ab. Ja. Das sieht so aus, als wenn der 101. Schlag, als wenn der entscheidend gewesen wäre. Aber in Wirklichkeit war es die Summe aller Schläge. Auch die Schläge, die scheinbar ineffektiv waren. Und genauso ist es auch, ich unterrichte ja auch Instrumente und da ist es aber genauso. Also wenn du da irgendwie spielst und du spielst und du machst Fehler und Fehler und Fehler, die Meister regen sich auf über Fehler, wenn sie Fehler machen. Aber im Endeffekt sind die Fehler wichtig, dass du es irgendwann mal kannst. Wieso jemand, der super gut Klavier spielen kann, eben super gut Klavier spielen kann und derjenige, der gerade übt, nicht so gut Klavier spielen kann, liegt eigentlich nur daran, dass der, der gerade übt, einfach noch nicht genug Fehler gemacht hat. Der, der Profi ist, der hat einfach tausende Fehler mehr gemacht. Und deswegen einfach dabei bleiben. Wenn du es nicht schaffst, dann heißt es eigentlich nur, dass du es noch nicht schaffst. Und nicht, ich schaffe das nicht, sondern ich habe es noch nicht geschafft. Was mich auch unheimlich freut in letzter Zeit ist,
der Umstand, dass ich auch von Schülern angesprochen werde, die meinen Kanal anschauen und die plötzlich anfangen, Liegestütze zu machen und die morgens aufstehen und irgendwelche Routine entwickeln. Super geil. Und ich habe auch schon Eltern von Schülern von mir, die angefangen haben, Diät zu machen und die auch schon abgenommen haben. Einer sogar mit 9 Kilo in 3 Wochen. Wuhu! Ja, da muss er eigentlich auf alles verzichten. Das sind die Ironmans unter uns. So, jetzt kommen wir noch zu meinem Wochenplan für die Woche 27 und hier ist er. Also, es ändert sich eigentlich fast gar nichts. Aber wenn man genau hinguckt, ich laufe diese Woche, ich mache eine perfekte Laufwoche, ich versuche 7x10 Kilometer zu laufen. Das sind insgesamt 70 Kilometer und jeden Tag 10 Kilometer ohne Regenerationsphase. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Also heute Morgen bin ich ja schon gelaufen, weil ich habe mich ja gewogen. Danach war die Woche 26 rum und ich war in der Woche 27. Deswegen war ich heute Morgen laufen und der Lauf zählt schon. Da ich gestern schon gelaufen bin am Samstag, habe ich gedacht, oh, mal gucken, wie das funktioniert, weil da habe ich auch keine Erholungsphase gehabt. Aber das ging. Ich mache einfach nicht so schnell, ich laufe langsam. Es geht nur darum, 7x10 Kilometer zu laufen. Das habe ich gut weggesteckt, aber man weiß ja nicht, was passiert, wenn ich das 7 Tage die Woche mache. Wer es sehe, bis nächste Woche. Ciao.